Hi, das bin ich, Jana. Ich bin ein Abenteurer, ein Weltentdecker und ich liebe die Herausforderung. Ich liebe Veränderungen, Neues, um mich außerhalb meiner Komfortzone zu bewegen. Ich möchte, dass mein Leben bunt ist. Alles ist eher chaotisch als nach Plan. Das Reisen habe ich im Blut. Ich bin mit dem Reisen groß geworden. Schon als kleines Mädchen nahm mein Papa mich mit, um die Welt zu entdecken. Reisen war unser Ding. Es wurde mein Ding. So weit weg. Jetzt muss ich so weit fliegen, um meine eigene Tochter wiederzusehen. Woher sie das bloß hat? Woher ich das weiß, Reisen ich, habe? Keine Ahnung. Keine ich Idee. Weiß ich weiß auch kein. Fällt mir nichts so ein. Nach dem Abitur brach ich das erste Mal allein auf, um die Welt und um mich selbst zu erkunden. Es war kein Gap Year zwischen Schule und Vorlesungssaal. Es gab keine zeitliche Begrenzung. In meinem Umfeld habe ich dort bereits erzählt, dass die Möglichkeit besteht, gar nicht mehr nach Deutschland zurückzukehren. Ist das für dich mit der Zeit einfacher geworden, dass ich immer wieder auf Reisen gehe? Ja, auf jeden Fall. War das erste Mal, als ich weggegangen? Ja? Wie war das erste Mal? Also das erste Mal... Vor allem habe ich ja auch gesagt, ich bleibe irgendwie 3 Jahre weg. Da habe ich ja auch gesagt, ich komme vielleicht gar nicht wieder. Also Auswandern ist ja auch immer noch ein Thema, was mich bis heute noch nicht so richtig loslässt. Ob das wirklich passiert, wer weiß. Ja, und dann erstmal sagen wir mal, ich bin jetzt erstmal weg für die nächsten Jahre und ich weiß gar nicht, wann und ob ich überhaupt wiederkomme. Und ich gehe alleine. Ein Schock überhaupt, alleine los und dann die Aussage kann auch 3 Jahre dauern, wenn überhaupt ich nochmal wiederkomme. Ich will leben, ich will wagen und meine Zeit nutzen. Ich möchte mich meinen Ängsten stellen. Ohne einen Versuch bleibt alles nur ein Gedanke, oder? Ich will mutig sein, mutig genug, um meine Vision zu folgen, meinem Herzen zu folgen. Die Zeit rennt. Und ich habe noch so viel zu entdecken. Ich möchte nicht warten, sondern einfach mal machen. Die wichtigste Sache, die ich gelernt habe, ist auf mein Bauchgefühl und auf meinem Herzen zu vertrauen. Auch wenn das bedeutet, manchmal alles hinter mir zu lassen und einen neuen Schritt zu wagen. Neue Wege bringen mich immer weiter. Diesmal heißt der neue Weg Portugal. Und damit darf ich dir meine Reisebegleitung Swampy vorstellen. Wir beide werden Anfang September von Fehmarn nach Lagos fahren. Was ich brauche und mitnehmen will, reduziere ich so, dass alles in Swampy reinpasst. Ansonsten gibt es keinen Plan. Ich folge meinem Herzen, wie immer. Ich fahre los und der Rest wird sich schon irgendwie ergeben.